aber ich habe es bestätigt, mehrfach, dass es mir hilft. Immer wieder, über Jahre. Von meinem Umfeld auch. Das ist ja auch das Wichtigste. Ich meine, ich kann noch so eine Kostenerstattung haben und sagen, dass es mir hilft, wenn dann irgendwie so Umfeld sagt, der sitzt nur noch daheim, der isst nichts mehr, kümmert und raucht nur noch und liegt im Bett. Dann läuft halt auch was falsch. Dann ist es aber nicht das Zeug, dann ist es was anderes. Dann braucht der vielleicht irgendjemand. Oder die sagen immer gleich, oh, der raucht, wenn er Cannabis raucht, hat ein Problem oder nimmt irgendwas. Oh, die gucken mal, der nimmt Drogen, das ist durch. Aber kann es vielleicht sein, dass er kacke behandelt wurde, jahrelang in der Kindheit gemobbt wurde oder Verletzungen, Schmerzen hat oder Traumata hat, von Eltern geschlagen wurde? Oder. Wir auch zwischendrin stoppen. Ich denke schon. Oh. Das ist unglaublich. Weißt du, was man denn im Kopf hat? Schneidest du das dann? Ja, klar. Okay, das dann. Ja, natürlich. Logisch. Ist ja kein Problem dann. Nur einigermaßen stabil, oder? Ja, stabil. Gut, lass das mal auf dem Boden. Da. Aber dann mache ich aber auch den Platz neben mir ein bisschen sauber. Dann liegt das nicht so dreckig da. Ah, meinst du? Ja, das ist. Ja, glaube ich, das in dem Bild. Dann liegt es eher auf dem Boden, dann passt es besser. Aber eine Betrokan-Dose kann man rausstellen. Von mir aus. Kann man diese Dosen irgendwie präsentieren? Die Dosen? Die Dosen hier? Ja, stellen wir hier mal das ganze Käferzeug. Das kommt immer gut. Ja gut, das kennt ja eh jeder, glaube ich. Ach, machen wir hier mal die Sonnenbrille. Ganz schön hell heute. Schiebt das so? Ja, Moment, ich baue mir jetzt mal ein, oder? Ich darf das, ja. Ja, ich habe auch noch zwei vorbereitet. Hier? Ja, ich hab hier was mitgebracht. Oh! Schon wieder, sag mal, da ist schon wieder so ein neuer Junge drauf. Ne? Ja, ich spiele auch mal drauf. Immer diese Streitigkeiten, wer das sein darf. Nimmt es schon auf? Ja, klar. Echt? Dann hätte ich Käferzeug nicht sagen sollen. Patientenzeug. Ich glaube, das macht keinen Unterschied mehr. Okay. Gut, ich habe ja erhofft, dass es so wie in Amerika wird, dass im Prinzip jeder ein Rezept bekommen hat und sie es im Endeffekt freigegeben haben und Schulen und Krankenhäuser davon bauen. Darauf habe ich gehofft auch. Ja? Und dass sie Anbaulizenzen vergeben und auch Privatpersonen in die Dispensary, in die Apotheke kommen können, so wie in den USA. Dass die Blüten dort untersucht werden und ein Preis angeboten wird, dann kann man sie da lassen oder wieder mitnehmen. So ist es dort und deswegen gibt es da sehr, sehr viel Gras. Und bei uns gibt es, naja, immerhin ein bisschen was. Ich habe keinen Lieferengpass mehr schon über ein Jahr. Moment, hoffentlich kommt jetzt kein Wind. Das ist echt Hardcore Outdoor. Naja. Also seit ich in der Apotheke bin in Bühl, die zum Glück immer was da hat, die am Krankenhaus, habe ich zumindest auf jeden Fall immer die Sorte Betrokan. Und das finde ich schon mal sehr sozial von dem Apotheker. Was beweist, dass es genug Nachfrage gibt. Und Betrokan hatte ich ganz am Anfang. Ganz am Anfang. 13 Monate ist das her. Okay. Und jetzt habe ich kein Betrokan mehr. Ich finde Betrokan halt für den Tag so gut, weil es einfach nicht so sediert, wenn man drauf eingestellt ist. Und ich habe die duale Therapie und das ist die Sorte, die am besten für mich untertags mit dem Ritalin wirkt. Ich weiß nicht, ob ich es auf Dauer weglassen könnte, wenn ich die 3 Gramm habe.
aber ich glaube auch nicht. Du müsstest es dann aufnehmen. Jetzt habe ich einfach diesen Kopfschwindel. Den habe ich nicht konzentriert. Du brauchst einfach immer noch die besten Joints. Ja. Moment, das war meine Dose. Ach, sorry, nee, nee, alles gut. Das ist gleich wieder. Ja, okay. Macht nichts, kannst du auch von dem. Habe ich jetzt mein Feuer hingelegt? Immer so ein bisschen schwierig, das Feuer zu entfachen. Ach ja. Ich hab schon. Okay. Also das Video schneidest du einfach so, wie du möchtest. Jetzt schneiden wir es ja auch gar nicht. Okay. Also es wird vielleicht gar nicht geschnitten, habe ich gerade gehört. Ich bin zum ersten Mal hier beim Cannabis-Coach dabei. Patrick Emler aus Bühl. Eine sehr große Ehre für mich. Ich war einer der Ersten mit der Erlaubnis hier in der Umgebung. Ich glaube von meinem Alter. Ich habe es auch Leuten gesagt, habe auch einem Patienten geholfen, zur Erlaubnis zu kommen. Der hat jetzt eine Kostenübernahme, der hat COPD. Hat er sich verdient. Ist eine lebensbedrohliche Erkrankung, da kriegt man das bezahlt. Das ist ja das. Guck mal, der Handverband hat so eine Liste gemacht. Da steht drauf, für was alles Cannabis gut ist. Weißt du, ich meine? Mhm. Und ich finde auch, die sollten sich da viel mehr danach richten, nach dem Handverband und nach den Leuten, die das schon jahrelang machen, nach dem Dr. Grotenherm. Die Ärzte sollten sich wirklich rein aus eigenem Interesse mit Ärzten verbinden. Aus der weißen Liste habe ich das gesehen, oder Cannabis-Ärzteliste in Deutschland. Und die sollten sich auf eigene Faust informieren. Weißt du, ich meine? Auf eigene Faust? Weil das war in den Medien, vor den letzten 2-3 Jahren in den Medien, wurde positiv berichtet. Früher war es immer die Kiffer, die Süchtigen und so. Haben sie immer Psychiatrieberichte gezeigt und die Kiffer und so, wie sie daheim im dunklen Zimmer sitzen. Und auf einmal kamen Patienten, Stern-TV war jemand, überall war jemand. Und positiv berichtet, und das hat auch mich bestätigt, und ich habe die Erlaubnis bekommen durch jemand aus Rastatt, auch durch Eintagsfliegen-TV, der heißt René. Ich habe den damals angeschrieben, ich habe dem seine Videos gesehen, und der hat mich da auch ein bisschen stark gemacht, wo ich die ganzen Videos gesehen habe, hat mich bestätigt einfach, weil er einfach provokant gesagt hat, nein, ich will die Tabletten nicht, ich will das, das wirkt am besten für mich. Und ich war damals eingeschüchtert von Ärzten, die haben gesagt, ich bin süchtig, das geht in meinem Leben, in Zukunft und was weiß ich was. Aber, ja, er hat gesagt, geh zum Dr. Grotenherm. Ich bin zum Dr. Grotenherm gegangen, ich lag damals im Bett, ich weiß nicht, kommt zeitweise, jetzt habe ich gesehen Videos mit so, wo er wieder laufen konnte, mit so Beinkompressen oder so, wo es aufhört, und hat irgendwie eine Gefäßerkrankung oder ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall habe ich Videos gesehen, wie er läuft. In der letzten Videosprechstunde hat er gelegen wieder. Und ja, das ist der Arzt, wo mir auch nach einer Psychiatrie-Einweisung, auch der Dr. Michael Weih hat es nach der Psychiatrie-Einweisung wieder gemacht, mir Cannabisblüten verschreibt, weil es hilft, weil es sonst anders nicht klarkommt. Sonst würden sie es ja nicht machen. Ich frage mich aber dann, was es einen Sinn hat, einen Cannabis-Patienten in die Psychiatrie zu bringen, während er medizinischen Notstand hat, ihm zu sagen, ja, dir geht's ja gar nicht gut, guck dich mal an. Ja klar, wenn ich irgendwie unterdosiert bin tagelang, weil ich kann nichts richtig essen, kann nicht schlafen, und auf einmal steht die Polizei zu viert da und man ist irgendwie auf Psychopharmaka, dann ist man so eingeschüchtert, dass man das Maul gar nicht aufkriegt oder den Mund nicht aufkriegt. Ja? Und man kann es denen gar nicht erklären und sagt, ja, ich brauche, wenn du denen sagst, ich brauche Cannabis, sagen sie, ja, ja, Psychiatrie, weißt du. Und ich wurde mit Fußfesseln zur Suchtstation gebracht. Ich gehe jetzt mal näher auf diese 2016-2019 Geschichte ein mit der Psychiatrie. 2016 wurde ich schwer misshandelt in der Psychiatrie. Ich wurde zwangseingewiesen, man hat mich 3,5 Wochen da gelassen. Ich weiß auch nicht, wer das bestimmt. Ja, das würde mich mal gerne interessieren, wer das bestimmt und sagen kann, okay, die und diese Person. Ohne dass man erst mal ein paar Tage da war, um zu sehen, okay, wie verhält sich die Person, gleich zu sagen, nee, die Person muss gleich 3,5 Wochen da bleiben, kommt gleich einer vom Gericht kommt dann. Also die haben mich stark misshandelt, die haben mich behindert gemacht, seitdem bin ich auch behindert.
Und Cannabis hilft mir jeden Tag. Ich möchte nicht näher auf die Misshandlung mit eingehen, weil das illegale Verfahrensmethoden sind, die angewandt wurden bei mir. Da brauchen wir auch nicht drauf eingehen heute. Nee, da braucht man nicht drauf eingehen, weil es zu viele Menschen auch verstören könnte und Angst auslösen könnte, weil es auch nicht bei jedem passiert bei einer Psychiatrieeinweisung. Nur, ich hatte halt damals diese Erlaubnis für Cannabinoide. Ich habe Ritalin bekommen und die haben das halt gleich gesehen. Aha, Amphetamine, Cannabis. Und ich bin nicht damit in Techno-Diskurs gegangen, habe mir eine Überdosis gelegt, habe dann mich gefeiert, oh, ich bekomme Medikamente und kann mir die reinpfeifen und mich berauschen, sondern ich habe nach Hilfe gesucht. Und ich habe das seit meiner Kindheit belegt, Migräne. Ich bin meine Kindheit viel im Dunkeln gelegen, auf Paracetamol im Bett und musste nebendran hören, wie Leute Spaß haben. Auch an Abenden, bei Besuch, bei Bekannten, im Urlaub, musste ich im Bett liegen, während andere was machen konnten, die Familie. Und da konnte mir auch keiner helfen. Ja? Und Cannabis hat auch meine Migräne beendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, um auf die Psychiatrie zurückzukommen, ich habe das jahrelang belegt, jahrelang Arztdokumente gehabt, dass ich seit 2014 schon in der Behandlung beim Herrn Doktor dabei bin, dass ich ADHS habe, auf meine Medikamente eingestellt bin, dass alles ausprobiert worden ist, jeder Therapieversuch, und die sind da gar nicht drauf eingegangen. Also die sind nicht hingegangen, haben jetzt gesagt, okay, haben einen Arzt angerufen, welche Medikamente bekommt er denn, was braucht er denn, wie ist er eingestellt jahrelang? Nein, man kommt hin und bekommt da gleich irgendwie Haloperidol rein in Massen, irgendwie andere Psychopharmaka noch auf Opiate gesetzt. Und auch 2019 war es so, Zwangsmedikation und Cannabis-Abusus unterstellt, eine Abhängigkeit. Und dann habe ich bei der Krankenkasse was Folgendes gesagt. Ich bin abhängig, weil ich bedarf einer Therapie, die mir hilft, und davon bin ich abhängig. Habe ich gesagt, ich bin auch abhängig nach einer Tablette, wenn sie mir hilft und ich sie jeden Tag nehmen muss, dann bin ich auch abhängig. Und Abhängigkeit ist noch lange keine Sucht. Es ist ein Bedarf der Therapie, der Medikation, weißt du, ich meine, egal, könnt ihr jetzt auch sagen, wenn die mir Tabletten in die Hand drücken, könnte auch eine andere Person sagen, du nimmst jeden Tag Tabletten, du bist süchtig. Nur weil es jetzt eine Tablette ist und nicht irgendwie ein Samen, den ich in die Erde drücke und er hochgeht oder die, zum Glück machen es die können es echt gut, in Holland, Betrokan. Und auch die anderen Sorten. Viele Patienten sagen, das eigene Gras ist besser. Für mich als bettlägeriger Patient, auch wenn es jetzt optisch nicht so aussieht, ich habe viele Beschwerden. Ich habe Kopfverletzungen gehabt in der Kindheit und wie gesagt, ich wurde Behandlungen unterzogen, die illegal sind, eigentlich seit 1945. Das kommt vom Zweiten Weltkrieg und so weiter. Also von der Zeit danach so ungefähr auch. Ja, wir wollen ja mal nicht so hart ins Gericht damit gehen. Es sind allerdings schon schwere Zeiten, schon seit einigen Jahren. Ja. Das Ding ist, ich kam nach der Psychiatrie halb 2016, ich konnte Gänseschritte nur noch machen. Ich habe gesabbert, ich konnte mich mit keiner Frau treffen. Ich wusste nach dem Duschen nicht, wie ziehe ich mich jetzt an. Ziehe ich jetzt die Hose erst an, ziehe ich die Socken an, ziehe ich die Boxershort an, ziehe ich das T-Shirt an. Ich stand so vor meinen Klamotten und war total... Ich war total verzweifelt, ich hätte losheulen können. Ja? Und da habe ich halt langsam auch wieder angefangen, Cannabis zu nehmen. Wurde mir wieder verschrieben. Auch mein Arzt hat gesehen, dass es besser hilft. Mein Vater, meine Mutter. Wir hatten gerade vorhin ein Zusammentreffen. Mein Vater hat auch zum Patrick gesagt, zum Cannabis-Coach, zum Herrn Emler, dass es mir hilft. Er heißt ja auch Patrick. Ich heiße auch mal zwei Patricks. Zwei Patricks aus einer Gegend. Und das ist, dass mein Umfeld bestätigt ist. Ich kann keine Beziehungen führen. Man kann schon. Nee, auf Haloperidol kann man keine Beziehungen führen. Ich hatte auch durch diese ganzen Medikamente geht auch der Antrieb des Mannes weg, sage ich jetzt auch mal. Ich möchte da nicht näher drauf eingehen, ist ja auch unangenehm, drüber zu reden, weil es ja Bedürfnisse sind, die jeder hat. Und wenn man das dann nicht mehr haben kann, ich meine, wenn man nicht mehr mit einer Frau reden kann, weil man Sabbat kleine Schritte macht, wie will ich dann noch mit ihr schlafen? Da geht gar nichts. Deswegen, es sollte was... Das war eigentlich nicht zum Lachen. Und deswegen habe ich schon vorhin gesagt zum Patrick, es sollte wirklich was geben für Patienten, die eingewiesen werden, eine Notfallnummer oder eine Kanzlei, die sich damit beschäftigt, für Patienten, die zwangseingewiesen werden und denen die Medikation während eines Therapieaufenthaltes entzogen wird. Und 2016 waren die so hart drauf, dass ich auf Haldol war und auch auf Opiat, auf richtig viel haben die mich gesetzt, hohe Dosis,
geschlossene. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Ah ja, ich war Vegetarier. Ich habe es nicht gerafft, das Fleisch vor mir liegt. Ich habe es einfach gegessen und habe angefangen, dort Zigaretten zu rauchen. Es lagen einfach welche für mich da. Da war Geld für mich, wurde da gelassen in der Kasse. Und es lagen einfach 2-3 Schachteln Marlboro Gold für mich bereit. Ich habe nicht danach gefragt, ich habe sie einfach bekommen. Und seitdem bin ich nikotinabhängig. Ich habe vorher nur pur geraucht. 4 Jahre lang schon. Richtig hart. Und 2019 4 Schachteln am Tag ausgehändigt vom Pfleger. 4 Schachteln kippen. Gib dir das mal. Das ist hart, das ist pervers. Vom Pfleger ausgehändigt? Ich habe sie gelagert dort, weil ich Angst gab, oder weil man die Dings nicht richtig, aber man hat keine Schränke, die man richtig abschließen kann, oder Schlüssel. Ich hatte immer Angst, so jemand anders holt meine Kippen. Okay. Und dann kann man die einschließen lassen. Und ich habe dann halt immer, ich bin ins Lidl gelaufen, habe Kippen geholt und habe dann einschließen lassen, habe 1-2 Packungen genommen in die Hosentasche und ich habe bis zu 4 Schachteln am Tag geraucht. Also, man muss einem Pfleger sozusagen die Sachen überlassen und ein Pfleger aus dem Gesundheitssystem übergibt sozusagen an einen. Also am Anfang grillen sie dich. Mhm. Am Anfang haben sie es so gemacht, dass sie gesagt haben, ja, ich bekomme jede 1-2 Stunden oder so eine Kippe oder 3. Okay. Und ich hab manchmal gefragt. Hallo. Immer gut Kraft. Ich hab gefragt. Respekt ohne Akku, hey. Ich habe gefragt nach einer Kippe, eine Pflegerin, das weiß ich noch, 2019. Und es war schon sehr viel Zeit vergangen. Und ich frage mich, warum man das macht, warum man die Leute erst quält, einsperrt in kleine geschlossene Bereiche. Ihnen nur, wenn sie lieb sind, Zigaretten, also man macht sie wirklich fertig. Oh, hier stand eine Kippe und wenn du komplett aufgelöst bist, kriegst du irgendwie eine. Und dann habe ich sie beleidigt, nur in die ISO-Zelle gesperrt. Da kam extra GSS, die haben einen eigenen Security-Dienst in der Psychiatrie. Also das sind dann auch, sehen aus wie Rocker, also auch ein bisschen breiter und so. Und die kamen dann und haben mich in die ISO-Zelle gesperrt. Aber das ist dann nochmal eine andere. Also die wird abgeschlossen, da liegt nur eine Gummimatratze drin und sonst nichts und Video. Und dann bin ich halt hingestanden, hab den Mittelfinger hochgezeigt in die Kamera, hab den Puller ausgepackt und hab da reingepinkelt. Und dann haben sie mich irgendwie nach 10, 20 Minuten wieder rausgelassen. Ich sollte eigentlich für eine Stunde, zwei drin sein. Sag mal, sollen wir einmal gucken, ob die Kamera noch läuft? Können wir machen. Ja, sie läuft noch. Gut. Komm, wir machen noch ein paar Minuten. Mhm. Und dann satteln wir die Pferde, würde ich sagen. Wie gesagt, ich bin Patient seit 2015. Ich hatte die Erlaubnis ich habe sie noch mal als Kopie, man sollte sie ja abgeben auch. Man muss die Erlaubnis einsenden und seit 11.06.2017, soweit ich da richtig informiert bin, ich glaube schon, kann auch ein Arzt sozusagen, also es auf Rezept so verschreiben, auf BTM-Rezept. Vorher musste man halt der Bundesopiumstelle immer solche Lieferscheine gab es da oder solche Abholscheine. Mhm. Musste man ein Protokoll führen und es dann immer einsenden und sagen, wie viel man geholt hat. Und der Apotheker hat dann halt die Menge geprüft, dass man nicht über seine Tagesdosis, Monatsdosis rauskommt. Hat es sich alles notiert, dann wusste ich immer, wie viel ich holen kann, habe das eingesendet, die Berichte. Ich fand es viel entspannter für mich, weil manche Patienten werden auch hingehalten und ich habe auch das Problem gehabt, dass ich einmal beim Dr. Wei, sage ich ganz ehrlich, Dr. Weihenacher hat mich einmal die Woche antanzen lassen, je nachdem. Manchmal war ich auch für 2 Wochen versorgt. Und im Winter finde ich es eine Sauerei, in Patienten, der vielleicht eher am Immunsystem oder sowas hat, in ein Wartezimmer, wo je nachdem Kranke drin sind, einmal wöchentlich antanzen zu lassen. Das ist für mich einfach eine Gefahr. Oder für einen Patienten, wo ich dann sage, dass die Videosprechstunde vom Dr. Groten her, jetzt auch gerade mit der Corona-Situation, habe ich auch eine E-Mail gekriegt, dass es jetzt auch die persönlichen Sprechstunden zu Videosprechstunden umfunktioniert werden. Ja? Und ich bin mir sicher, dass auch bettlägerige Patienten ausschließlich per Sprechstunde bedient werden, auch wenn sie im Ort sind. Und ich bin ja auch weit entfernt. Ich war persönlich bei diesem Arzt. Bin wirklich froh, dass ich diesen Arzt in meinem Leben habe, den Herrn Dr. Grotenherm. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, auf Amazon einzugeben oder auf Google CBD, also Bücher, also Literaturen von Dr. Grotenherm zu kaufen, sich da ein Buch zu holen und sich zu informieren. Das Internet ist auch da voll davon, aber ja, wie gesagt, diesem Arzt vertraue ich einfach. Ich habe gesehen Videos, wie er durch die Welt reist, auf einer Liege liegt und hält Reden. Ich denke mir, wenn man die Videos sieht, dann müsste man als Patient noch mehr tun.
Ja, also kam mir der Gedanke, müssten wir eigentlich noch viel mehr machen. Also ich habe es jedem gesagt, der da irgendwie, ich ja irgendwie gekannt habe und habe das angewendet, sowas. Da habe ich gesagt, du mach das so und so, hol dir eine Erlaubnis. Manche haben das gemacht, manche nicht. Liegt daneben selber. Ich sage, es ist einfach entspannter mit Autofahren, mit Umfeld, mit Familie. Und selbst als Patient hat man es noch nicht so, dass man vom Umfeld akzeptiert wird. Ist auch am Anfang je nachdem hart. Oh. Und man wird je nachdem oft noch als psychisch krank abgestempelt. Ja. Ja. Aber das sind wir nicht. Nee, das sind wir nicht. Es ist halt die Sache, guck mal, wenn ich als Cannabis oder wenn ich zum Beispiel komme, es kann ja auch jemand sein, der feiern geht jetzt zum Beispiel und voll tätowiert ist. Wenn jetzt halt so ein, wenn jetzt irgendjemand kommt mit solchen Tunnels, irgendwie voll tätowiert, hat da ein Septum oder so und ist ein bisschen crazy drauf und sagt, ey, ich brauche da Blüten oder so, weißt du, und der Arzt ist so ein Grießkram oder so, sagt gleich, ey, geh weg, ich verschreibe dir keine Drogen. Ja, das hat auch schon ein Arzt zu mir gesagt, also wo ich in Vertretung muss, der hat gesagt, er wird mir keine Drogen verschreiben. Das ist auch hart. Ja, ist hart. Was ist denn das für eine komische... Hört sich an wie ein französischer Rettungswagen hier. Weißt du? Hast du gesagt, dass ich heute hier so ruhig sitzen kann? Liegt wirklich an Blüten? Nö, das ist so ein schöner Ausblick hier. Ja. Wir können vielleicht nochmal zum Abschluss sagen, wo wir eigentlich gerade sitzen, auf welcher Bank. Wo ist es genau? Ja, du hast doch gesagt, dass du hier schon einige Zeit verbracht hast. Ja, ich bin früher hier mit dem Roller hochgefahren, hab mir ein Handtuch hier hingelegt und hab mich gesonnt. Das war so mit 15, 16. Ja. Und coole Zeiten, ne? Ja. Also wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, sich im Google einzugeben, Cannabisärzte Deutschland, sich den Arzt für seine Region rauszusuchen. Wer private versichert ist in der Kasse, hat sowieso ganz einfach. Da gibt es ganz viele Ärzte, die das machen. Das geht ruckzuck. Vor allem viele Palliativmediziner, die das auf privatärztliche Geschichte machen. Ich habe erst von einem Arzt gehört, der Herr Dr. Engelhardt in Frankfurt, der macht das auch. Ist aber Privatarzt. Und der Herr Dr. Kotenherm kann das auch machen, aber auch nur, wenn ich eine private Krankenversicherung habe. Wir brauchen einfach mehr Ärzte, die Vertrauen in diese Thematik haben, würde ich sagen. Ich habe es meinem Hausarzt die Kostenerstattung gegeben, der hat es mir zurückgegeben, aber es hätte sowieso nicht gereicht, da ich noch weitere Facharztberichte benötige. Ich habe eigentlich schon genug, aber wie gesagt, durch diese Geschichte bei mir, dass die mich mal zwangseingewiesen haben und das vielleicht in den Verläufen auftaucht, ist das für mich noch schwerer, eine Kostenerstattung zu bekommen. Das ist wie ein Stein in den Unterlagen, ja. Oh ja. Und ja, aber ich habe es bestätigt, mehrfach, dass es mir hilft. Immer wieder, über Jahre, von meinem Umfeld auch. Das ist ja auch das Wichtigste. Ich meine, ich kann noch so eine Kostenerstattung haben und sagen, dass es mir hilft, wenn dann irgendwie so Umfeld sagt, der sitzt nur noch daheim, der isst nichts mehr, kümmert und raucht nur noch und liegt im Bett. Und dann läuft halt auch was falsch. Dann ist es aber nicht das Zeug, dann ist es was anderes. Dann braucht der vielleicht irgendjemand. Oder die sagen immer gleich, oh, der raucht, wenn er Cannabis raucht, hat ein Problem oder nimmt irgendwas. Oh, der, guck mal, der nimmt Drogen, das ist durch. Aber kann es vielleicht sein, dass er kacke behandelt wurde, jahrelang in der Kindheit gemobbt wurde oder Verletzungen, Schmerzen hat oder Traumata hat, von Eltern geschlagen wird oder einfach nie Freunde gefunden hat oder was weiß ich was. Weißt du, was ich meine? Oder Störung hat, autistisch und raucht da mal krass und merkt, oh, ich gehe. Die Welt ist eigentlich ganz anders, als ich gedacht habe, mit meinen Gedanken oder was weiß ich was. Und ich finde, da werden viel zu viele Menschen abgestempelt und verurteilt. Und ich finde, es sollte auch sowas wie eine Testdosis oder Testverfahren geben. Auch Kliniken, die Leute auf ihre Cannabisdosis einstellen. Ja, also wie eine Psychiatrie, nur eine Cannabisklinik, ja, wo man sagt, okay, gerade für alte Leute, wo sagen, sind sie unsicher, ich möchte es überwacht haben und so, dass man da wie in Israel zum Beispiel im Altersheim die Reportagen oder irgendwo anders, dass man sagt, okay, wir probieren das, wir nehmen die stationär auf, du kannst jederzeit gehen. So, und wenn es dann wirklich einem nicht gut geht davon oder eine Psychose auslösen sollte, dann sieht man es auch gleich. Ja? Aber wie gesagt, ich kenne eigentlich niemanden, der das raucht und auf sein Leben nicht klarkommt. Ja, dann waren es auch andere Sachen. Dann liegt es an anderen Sachen. Vielleicht. Ja, also. Nun denn, ich würde sagen, wir haben ganz schön was auf die Platte bekommen, oder? Wir haben viel auf die Platte bekommen und dieses Jahr sind noch einige Projekte geplant. Mit Patrick, ich habe schon drüber gesprochen, es wird noch
Es werden Sachen noch zukommen, es werden Weblinks kommen. Es wird auf jeden Fall in Richtung Hilfe gehen, auch für Patienten. Ja, sehe ich auch so. Also, ciao, ciao. Patrick und Patrick, bis zum nächsten Mal. Patrick und Patrick.